Wir feiern unser Leben in unserer gemeinsamen Geschichte, aber auch in unserem Glauben. Wir feiern die Freude, die besondere Dankbarkeit, unserer gemeinsamen Hoffnung in ihm, in Jesus Christus. Und in diesem biblischen Horizont bauen wir Brücken zwischen Menschen und Völker. Und so begrüßen wir Sie alle ganz herzlich hier im zauberhaften Kurpark. Und schön, dass wir nun gemeinsam gut und kräftig singen können. Nun singe Lob, du Christenheit. So, nee, du musst jetzt noch. Und der Kollege sagt noch was. Ja. Ja. Das ist Ökumene. Ja. Ja, eigentlich waren wir schon fertig. Geschichte erleben, grenzenlos feiern, das ist das Motto dieses Jubiläumswochenendes. Ja, eine lange Geschichte liegt hinter diesen Städten, die feiern heute, Lüchte, Pyrmont, aber sicher auch hinter den Partnergemeinden. Sicher war diese Geschichte auch oft von Trennungen und Grenzziehungen geprägt und auch unter uns Menschen gab und gibt es auch immer noch viele Grenzen. Aber wir glauben, dass Jesus Christus geschafft hat, die Grenzen zwischen den Menschen aufzuheben und das auch immer noch tut. Und so sind wir hier, um eben unter diesem Motto den Gottesdienst zu feiern. Amen. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich den 67. Psalm im Wechsel sprechen und ich bitte Sie, die Gemeinde, die jeweils eingerückten Verse zu lesen. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Dass man auf Erden erkennt sein Weg und bei allen Heiligen sein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du den Menschen rechtlich bist und regierst die Völker auf Erden. Aus dem Galaterbrief des Apostels Paulus, der Schluss des dritten Kapitels. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft der Verheißung. Amen. Liebe Festgemeinde, Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen, so haben wir gesungen. Brückenbauen, darum geht es ja bei diesem Jubiläumsfest der beiden Städte Bad Pyrmont und Lüchte, zusammen mit den Partnerstädten Bad Freienwalde und Angermünde. Wir nehmen Brücken in Augenschein, die andere schon für uns errichtet haben. Und wir können selbst Brückenbauer sein.
vier Gesichtspunkte möchte ich hervorheben. Seien Sie nicht bange, das dauert nicht endlos, aber dann hat man eine bessere Übersicht, was so dran ist. Erstens, 784, es wächst das christlich geprägte Europa. Und unsere Vorfahren sind mit dabei. Zweitens, Jesus Christus baut Brücken zwischen Gott und den Menschen und Brücken zwischen den Menschen untereinander. Ein drittes, auch wir sind aufgerufen, Brücken zu bauen. Und viertens, über sieben Brücken sollst du gehen. Ein erstes, 784. Es wächst das christlich geprägte Europa und unsere Vorfahren sind mit dabei. Liebe Festgemeinde, Herr, gib uns gemeinsam Mut zum Brückenbauen. Möge unser gemeinsames Fest uns neue Freude, neue Kraft geben, Brücken zueinander und miteinander zu bauen. Möge dieser Gottesdienst uns neu die Gewissheit schenken, da ist noch ein Größerer, der mit uns zusammen Brücken baut. Unser Gott und Herr. Amen. Gott, unser Vater, wir danken dir für die Möglichkeit, dieses Fest über die Grenzen hinweg feiern zu können. Wir danken dir dafür, dass viele Grenzen, die früher gezogen wurden, inzwischen überwunden sind. Wir danken dir für die Partnerschaft zwischen den Städten Lübde, Angermünde, Bad Pyrmont und Bad Freienwalde. Dank auch für die ökumenische Gemeinschaft am heutigen Tag. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die durch Grenzen getrennt sind und nicht zueinander finden können. Wir denken an die Menschen in Israel und im Gazastreifen, in Nord- und in Südkorea, aber wir denken auch an all diejenigen, die von Vorurteilen daran gehindert werden, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Wir bitten dich, Gott, für alle, die zurzeit die Grenzen unsere menschlichen Möglichkeiten zu spüren bekommen, für die Geschöpfe, die unter der unvorstellbaren Verschmutzung des Meeres durch das Erdöl leiden und deren Existenz bedroht ist, und für die bieten wir die versuchen, die weitere Verschmutzung zu verhindern. Wir bitten dich für alle, die spüren, dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, für die Kranken und für die Sterbenden, für die Trauernden und für alle, die mit ihnen zu tun haben. Wir bitten dich, Herr, für alle, die dieses Städtejubiläum feiern, für die vielen Mitwirkenden und die Besucher aus nah und fern. Segne sie alle und dieses Fest. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.